Mehr tot als lebendig, die Klinge in beiden Händen, ist die Taktik klar. Der Holzmann muss fällen. Muss, fallen, nicht fehlen. Verdammt nochmal! Die Anmoderation habe ich extra geübt und trotzdem versaut. Das war schon gar nicht mal schlecht, als kleine Hausnummer. So, jetzt verpissen wir uns aber erstmal wieder. Da uns die Ausdauer leicht ausgegangen ist und... Ey, warum fällt der nicht nochmal um, so wie letzte Mal? Der ist einfach mal umgefallen und hat die Schnauze gehalten. Richtig gefährlich wird er ja erst, wenn er sein Ärmchen ausreißt. Dann geht er erst einen richtig auf den Sack. Ich brauche wieder Ausdauer. Okay, den Spaß hat er uns jetzt nicht gegönnt, weiter auf ihn einzustechen. Knapp. Na, ich sollte schon auf meine Ausdauer ein bisschen mehr achten. Jetzt reißt er sich den Arm aus. Macht er natürlich bei der Hälfte. Ich bräuchte mal dringend wieder mehr Ausdauer. Wurde mir schon gefallen. Vielleicht einfach mal nicht schlagen, einen kleinen Moment noch ausruhen. Wenn er jetzt eh mal das Gleiche macht. Na, 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 nicht mit uns, mein Freund. Der braucht nicht mehr viel. Aber es gibt auch kaum noch einen Ort, wo ich mich verstecken kann. Verrecke! Verrecke, Mistvieh! Hey, die Taktik war gut. Erfolg freigeschalten, letzter Riese. Interessiert mich herzlich wenig. Ich bin einfach froh, dass ich gewonnen habe. Soldatenschlüssel. Wo der uns wohl hinführt? Jetzt kann ich mich auch mal wenigstens hier ein bisschen Ruhe umgucken. Scheint aber nur eine riesige Tropfsteinhöhle zu sein mit einem umgefallenen Turm. Da von da oben reingefallen ist? Nee, glaube ich fast nicht. Muss ein größeres Erdbeben gewesen sein. Ich schätze mal mit den Salatschlüssel. Exakt. Der Salatschlüssel. Mit dem Soldatenschlüssel komme ich hier rein. Ich würde aber erst um meine Seelen safen gehen. Nö, damit passiert gar nichts. Wo passt der Soldatenschlüssel? Verwirrt mich jetzt aber zunehmend. Gottes Willen, die sieht aus. Hat auch einen schweren Kampf hinter sich. Ich bin ja froh, dass ich es endlich hingekriegt habe. Werde jetzt auch mal zum Lagerfeuer zurückgehen, die Seelen einlösen. Und dann werde ich mir mal Gedanken machen, wohin mit dem verdammten Schlüssel. Ach, da hinten vielleicht? Ne, es war ja nur von der anderen Seite. Es gibt ja eine Menge Türen, wo man lang könnte. Mir fallen jetzt gerade wieder zwei, drei Stück ein. Aber erstmal aufleveln. Denn aufleveln ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und vielleicht mal ein bisschen Menschlichkeitszeug kaufen, damit wir menschlich werden können. Davon habe ich nicht viel zu viel verloren. Reisen wir aber trotzdem erstmal zum Aufleveln. Was mache ich in Stärke? Stärke ist immer gut. Ich brauche mehr Stärke. Einfach nur, dass ich auch mal eine Langwaffe halten kann. Und wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie. Aber ich könnte auch ein bisschen Geschicklichkeit machen. Für mehr Bogen oder Pfeile kaufen. Ach, es gibt so viel. Oder mal generell eine Waffe aufleveln. Sitzt gelangweilt hier. Hilfst mir wenigstens? Komm. Red mit mir. Frigas Fluch ist, genau. Aufsteigen. Ich werde es trotzdem mal in Stärke pumpen, weil ich brauche, glaube ich, mehr Stärke, um andere Waffen halten zu können. Es war ein bisschen kurzfristig gesehen, immer nur die Oberarme aufzupumpen, aber ich mache jetzt trotzdem alles auf Stärke. Probieren wir es einfach mal. Einfach alles auf Stärke. Und den Rest mache ich dann ausgeglichen. Dann können wir ja gleich mal gucken, was ich jetzt tragen kann an Ausrüstung. Da ist ja noch der Panzeranzug gewesen. Vielleicht kann ich den jetzt in aller Ruhe schleppen. Ja, da muss ich in die Truhe rein. Genau, beim Lagerfeuer haben wir nämlich so eine gute Item-Truhe, die Gegenstandskiste. Und da könnten wir ja rein technisch mal gucken, ob ich die jetzt effizient tragen kann. Nee, ich wollte eigentlich... Komme ich denn da? Das mache ich jetzt alles falsch hier. Umschalten L und R, genau. Die da, alte Eisenrüstung. Ob ich die jetzt tragen kann? Ah, jetzt habe ich alles weggelegt. Na gut, die Höhleninfanterie-Rüstung brauche ich nicht wirklich. Ich nehme jetzt die Eisenrüstung mit. Und was habe ich noch an Waffen? Das könnte ich jetzt tragen, oder?
interessiert mich jetzt echt mal. So, erstmal die alte Außenrüstung. Die konnte ich ja vorher auch schon tragen. Sie war nur, sag ich mal, furchtbar schwer. Und deswegen kann ich meine Rollen nicht richtig machen. Nee, die helle Barde geht immer noch nicht. Ach, da brauche ich Geschicklichkeit. Geht der Speer vielleicht? Okay, geht noch ein bisschen schwer, aber ich würde damit leben können. Oder das Bastardschwert. Yeah, ich kann das Bastardschwert schwingen. Ich kann es doch schwingen, oder? Yeah! Die Waffe würde ich sogar aufbauen. Fühlt sich noch ein bisschen umständlich an, aber ich sehe jetzt aus wie ein Ninja Turtle. Geile Sache. Okay, erstmal wieder reisen. Und zwar in den bösen dunklen Wald. Und versuchen, den Soldatenschlüssel einzusetzen, obwohl ich noch keinen richtigen Plan habe, wohin der Schlüssel wirklich reinpasst. Einfach mal testen. Ich glaube, oben war noch eine Tür ganz am Anfang von diesem Abschnitt hier. Da sollte was gehen. Und wenn nicht, dann müsste ich erstmal noch groß nachdenken. Auf jeden Fall muss ich jetzt nicht wieder in dieses komische Gebiet rein mit den ganzen Pennern. Obwohl, da unten war ja auch eine Tür. Ach, überall Türen. Ich fühle mich jetzt eigentlich schon recht mächtig. Ich bin natürlich jetzt um einiges schwerer, das muss ich in meiner Kampftaktik anpassen. Aber trotzdem, sieht doch geil aus. Ninja Turtle Style. Sieht eigentlich recht nett aus. Also zum ersten Mal wäre die Tür da drüben aktuell. Aber ich glaube, die war einfach nur von der anderen Seite verschlossen. Ja, sieht doch so aus. Wir werden es trotzdem mal testen. Erstmal. Yeah! Ha! Das Ding gefällt mir. Soldatenschlüssel benutzt. Hier geht's lang. Aber die andere Tür, die da drüben, geht die auch mit dem Soldatenschlüssel auf? Man weiß es ja nicht. Vielleicht kann man den Schlüssel ja mehrmals verwenden. Ist ja bei manchen Rollenspielen durchaus üblich. Ha! Na, wer sagt's denn? Ich würde nämlich erstmal hier lang gehen. Interessiert mich gerade mehr. Okay. Da hinten ist schon ein Penner, der auf uns wartet. Das Schwert ist der Hammer. Er schwingt zwar unglaublich langsam. Oh Gott. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Ich will woanders hin. Oh Mann, ey. Das Mistvieh kommt mir doch jetzt nach, oder? Ich brauche einen Raum, wo ich's battlen kann, wo ich ein bisschen Platz habe zum Ausweichen. Tut mir leid, Kumpel, du musst erstmal weg. Okay. Nicht, dass ich jetzt direkt davor Angst hätte vor dem Ding, aber wenn man nicht ausweichen kann, ist das schlecht. Und in dem Gang ist eh nicht gut kämpfen. Ich sehe es gerade auch nicht. Da ist er. Das Problem ist, dass ich hier rollend ausweichen muss. Und das könnte mir ganz schnell mal hier das Leben kosten. Ja, ist keine gute Idee, mit der Waffe zu kämpfen. Also mit der Rüstung gegen die Viecher zu kämpfen. Bist du zu fett? Nee, doch nicht. Ja, komm. Für dich roll ich sogar die Treppe rauf. Uff. Ja, es geht. Ein bisschen mehr Ausdauer noch pumpen. Schön gemacht, du Idiot. Zwei Treffer noch. Ja, wie konnte er denn das noch überlegen? Okay, Ausdauer pumpen und Schlag. War jetzt nicht der ruhmreichste Sieg, ich gebe es ja zu. Aber es war ein Sieg. Ich habe gedacht, hier noch einen von den Fettsäcken zu sehen. Ach, Feuerbombe, du bist so lame, Junge. Feuerbombe. Ja, okay, er isst, was er wirft. Schwarze Feuerbombe, Heimatknochen. Jetzt muss ich hier genau gucken, was hier Gegner ist und was nicht. Hier bräuchte ich eine Fackel. Und da ist auch eine, wenn ich gerade davon rede. Ob sich lohnen würde, die mal anzuzünden? Oben haben wir eh die Fackel angezündet. Ich meine für später, ich muss hier eh nochmal lang. Ist eigentlich vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hier müsste man die doch anzünden können, oder? Fackel anzünden, genau. Also kein Stress.
Vielleicht ist ja doch wie bei Zelda und irgendwann passiert mal was Gutes, wenn man genug Fackeln anzündet. Vermutlich nicht. Weg damit. Da war noch eine Fackel. Und da ist noch so ein Fettsack. Ich hoffe, der ist genauso blöd wie sein Kumpel. Vielleicht sogar noch ein Stückchen blöder. Würde mir gut gefallen. Oder ich bin einfach der Blöde. Ausdauer regenerieren. Och, jetzt fängt doch wieder mit dem Scheiß an. Komm, ich warte nur auf eine dumme Geste von dir. Sowas in der Art. Alter! Aber der Rückenpanzer hält. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade überleben konnte. Hab ich auch nicht. Aber die Panzerung hält fantastisch. Aber ich muss ja jetzt nochmal meine Seelen holen gehen. Jetzt, wo ich mich für diesen Weg entschieden habe, muss ich meine Seelen holen gehen. Das heißt, ich muss nochmal gegen diese Fettsäcke antreten. Die Rüstung hält ein paar Schläge stand, finde ich gut. Aber verbraucht auch unglaublich viel Power beim Rollen an Kraft. Aber ich wollte jetzt erstmal nicht wieder in Kraft investieren. Schwere Entscheidungen. Eine schnelle Rolle ist zwar gut, aber ich glaube, die Rüstung könnte schon was werden. Ich wollte eigentlich keinen Tank-Charakter machen oder keinen Stärke-Charakter oder wie man die auch schimpft. Ich wollte eigentlich einen ausgeglichenen Charakter haben, der so ein bisschen alles kann. Ist manchmal auch verpönt, habe ich gehört. Weil Leute, die alles können, können nichts richtig gut, sagt man so. Glaube ich aber nicht dran. Man kann Spezialist sein. Ach, hier ist gar keiner mehr, okay. Man kann Spezialist sein und trotzdem Multitalent. Das muss ich nicht ausschließen, finde ich. Und vielleicht ist es hier bei dem Spiel genauso. Grüß dich. Was, er lebt noch? Ach, ist ja das Flammschwert. Nicht mein. Das nehme ich jetzt auch mal zwei, nämlich aus dem Grund. Oh, aus dem Grund, weil er noch langsamer schwingt damit. Nein, einfach aus dem Grund, weil ich kann mit dem Schild hier eh nichts anfangen bei den Viechern. Was machst du denn nun? Setz doch mal einen Schlag an. Gute Idee. Vielleicht muss ich einen zweihändig leichten Schlag machen. Ah. Auch nicht perfekt. Also macht sich's einhändig gerade besser. Ja, das macht genug Saft. Jetzt will er sich zurückziehen. Ich lasse ihn einfach mal. Ich finde, hier im Treppenhaus kämpfen die nicht besonders gut. Finde ich, gefällt mir. Ach, ich bin drauf reingefallen. Ich bin einfach drauf reingefallen. Hat er mir den schwachen Mann markiert? Hat er mich gekontert? Da macht ihr noch einen Schlag? Ernsthaft? Wichser. Hat zwei Flex gekostet, aber zumindest hole ich meine Seelen damit wieder. Hoffe ich zumindest. Noch sind hier ein paar Gegner. Ach nee, da hinten liegen sie schon. Sollte also kein Stress sein. Den Typen werde ich trotzdem mal schnell... Ich mag das Schwert. Ich sollte da rein investieren. 3705 Seelen. So, jetzt noch sein Kumpel, der genauso fett und dröge ist, aber doch ein bisschen cleverer zu sein scheint als sein anderer Kumpel. Uhu, und weg damit. Hit and run. Er hittet, ich renne. Danke, Kumpel. Nein. Und Finalschlag. Genau. Ey. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt sterbe, verliere ich ja wieder meine ganze... Ausdauer, Ausdauer. Wo ist die Ausdauer hin? Okay, soweit will er nicht mitkommen. Kann ich verstehen. Er hat seine Heimat gefunden. Der kann eine Säule wegkaufen? Dieser Penner! Da denkt man einmal, man hat den Trick raus und ist den Viechern überlegen und dann rumsen die ihn dermaßen weg. Jetzt muss ich ja wieder runter meine Seelen holen. Oh, ich hab das Dark Souls.
Aber zumindest könnte ich mal dafür sorgen, dass ich mit den 3000 Seelen, die ich da hole, vielleicht mich doch noch ein bisschen verbessere. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach mal vielleicht ein bisschen die Tragkraft hochschleppe. Also ich glaube nämlich, die eigentliche Stärke ist nicht alleine verantwortlich für das Gewicht, was man schleppen kann oder bequem schleppen kann. Und dann wäre das eigentlich eine ganz gute Taktik. Dann könnte ich nämlich mit der Rüstung mich schneller bewegen und das Schwert auch schneller schwingen. Wäre eine Möglichkeit. So, oder mal Geschicklichkeit. Das hilft natürlich auch. Könnte mir helfen, Energie beim Schlagen zu sparen oder einfach schneller zuzuschlagen. So, Geschicklichkeit ist ja auch was Feines. So, beidhändig. Den Typen werden wir mal kurz. Genau. Jetzt wieder einhändig, weil der Typ, der Fette, ist einhändig besser zu handeln. Was? Beide gleich? Okay, beide möchte ich jetzt nicht gleich betteln. Affenarsch. Hat zurückgesessen. Bin ich zufrieden. Fetter Tank, Alter. Hast eine hässliche Rüstung an. Eigenironie, Quatsch, Eigenironie, genau. Eigenironie off. Was habe ich denn heute mit dem Wort verhaspelt? Falls euch wundert, seit ich das erste Mal den Endgegner gegenüber gestanden habe, bis jetzt, ist das immer noch eine Aufnahmesession. Und ich habe heute irgendwie so einen kleinen Worthaspel drin. Okay, die könnte ich eigentlich auch eigenhändig wegmachen. Also ich brauche nicht erst auf zwei Hand umschalten. Die gehen auch so zu killen, ganz locker. Wie oft hast du mich jetzt getötet? Zweimal? Bin ich jetzt mal dran, dich zu killen? Na, ich fürchte leider nicht, oder? Ey, du bist ein bockiges Arschloch. Nun komm. Wie er die Säule wegrumpst. Der will mich einfach nicht gewinnen lassen. Was ist denn das für einer? Seinen Bruder habe ich da auch verprügelt. Das gibt's doch nicht. Wieder ein bisschen Ausdauer pumpen. Ey, was ist denn das für einer? Jetzt mal ganz ehrlich, warum verrecke ich bei dem? Bin ich zu ungeduldig? Bin ich zu blöd? Langsam regst du mich auf. Nochmal in den Keller. Ich krieg die Krise. Ich will doch nur wissen, was da hinten ist. Und ich will meine Seelen und ich will ein neues Lagerfeuer. Ich will einfach nur... Mann! Ich habe mir schon überlegt, was ich mit den ganzen Seelen machen kann. Das ist ja heute mal richtig, sag ich mal, frustrierend. Dabei ist es nur der, sein komischer Bruder, der ist ja nicht so schlimm. Obwohl die eigentlich die gleichen Gegner sind. Ist ja nicht irgendwie, dass die modifiziert oder so sind. Also nochmal. Tut mir leid, dass es jetzt noch ein paar Mal passieren musste, dass ich hier runterrennen muss. Und dass ihr so oft das gleiche seht. Aber ich denke mal, jetzt wird es besser. Ich glaube, diesmal kann ich es packen. Weil die Aufnahmesession ist eh gleich zu Ende. Ach, verdammt. Die Zeit, wo die immer hin ist. Das Problem ist nur, wenn ich zu viel hintereinander aufnehme, kann ich auch nicht groß auf irgendwelche Kommentare reagieren. Das finde ich eigentlich schade. Das soll ja doch schon ein bisschen Community-mäßig ablaufen. Wir können ein bisschen quatschen praktisch im Forenbereich. Also was heißt Forenbereich? Im Kommentarbereich. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Da kann man das Spiel nicht zusammen erleben. Man muss es nicht alleine quasi irgendwie durchleben. Man kommt sich dann so ein bisschen passiv vor. So außerhalb von der Welt. Es gibt auch ganze Let's Player, die nehmen ganze... sag ich mal, ganze Spiele mit einem einzigen Mal auf und dann hauen sie es raus. Das bedeutet eigentlich für denjenigen viel, viel weniger Arbeit. Das ist zwar richtig, aber ich finde dieses Quatschen mit der Community, also mit euch, Community sind ja auch immer so fremd, ist einfach viel, viel schöner. Ist eigentlich einer der Parts, die ich bei dem ganzen Let's Play und Reviews und Videos, die ich mache, Gedöns, eigentlich am schönsten finde. So, jetzt habe ich mir auch mal darüber ausgelassen. Muss noch den kleinen Drecksack. Brandbombe, genau. Du bist ein elender Penner, ey. Weißt du ganz genau, dass jetzt der fette Typ kommt, der mich sowieso wieder verhaut. Also kurz mal am Flask reingedrückt. Juhu, ich bin's wieder. Kennst mich doch noch, oder?
Komm, seid's hart. Gut, First Blood. Wir haben den ersten Treffer gelandet. Second. Ich traue mich, keinen dritten Treffer einzusetzen. Gerade in dem Moment. Einfach nur aus dem Grund. Ich habe das Gefühl, wir sind zu langsam. Und da kriegen wir nur ein paar auf den Sack. Aber jetzt. Yeah! Ich habe kurz überlegt, ob ich wirklich zum zweiten Treffer ansetzen soll, aber in dem Fall hat sich's gelohnt. Uhu, Siegesrolle. Was haben wir hier Schönes? Fackel. Okay. Wenn da steht Fackel, sollten wir vielleicht die Fackel auch benutzen. Jetzt traue ich mich aber mit den 4000, fast 5000 Seelen nicht unbedingt weiterzugehen. Also muss ich jetzt mal ehrlich so sagen, mir wäre es eigentlich jetzt lieber, ich gehe wieder zum Lagerfeuer zurück, aber dann haben wir ja wieder den Typen vor uns. Und das ist ja auch ziemlich ungeil. Und dafür, dass jetzt noch ein so ein Hampelmann da steht, aber er hat ein Schild. Okay. Wieder so ein Geduldskampf. Kleinen Moment, ich muss mal... Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden, den kleinen Huster. Es wirkt ja höchst unprofessionell. Also das Husten an sich nicht, aber wenn das dann noch auf der Aufnahme ist. Ach, warum trifft er mich? Sieht interessant aus. Da unten haben wir ein großes Loch. Da auch ein großes Loch. Okay, Tür geht auf. Ja. Ohne Scheiß sind die Viecher jetzt hier Massenware. Ich muss mich erstmal heilen. Ich bin gerade nur verwirrt von der Kamera. So, erstmal heilen. Und dann kümmere ich mich um den Typen. Ist er noch da? Er wird mittlerweile zurückgegangen sein, schätze ich mal. Hey, Fetti! Fetti mit Fecksack, oder wie es heißt. Jetzt haben wir den Bogenschützen. Ich weiß noch nicht wirklich, wie ich es mache. Vielleicht gehe ich auch einfach nur die Leiter hoch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mich da sowas viel Besseres erwartet. Jetzt kommen sie von überall, diese fetten Rüstungsträger. Ah, ich hab's gewusst. Da erwartet man nichts. Man erwartet nichts Gutes und man bekommt auch nichts Gutes. Das ist Dark Souls. Alter! Wie viel sind denn das? Und wieder runter. Ich hoffe, ich überlebe die Nummer hier. Bitte lass mich das überleben. Und rüber da. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da langkommen? Wie viele von diesen Rüstungsfreaks sind denn da? Okay, ich nehme einen nach dem anderen auseinander. Das Amos bleibt mir auch gar nicht übrig. Fetzer! Könnte jetzt eine Weile dauern, fürchte ich. Ich könnte natürlich auch vernünftigerweise zurückgehen und meine Waffen verbessern. Es wäre um einiges vernünftiger, als hier mein Leben sinnlos aufs Spiel zu setzen. Mit so einer Aktion. Ja, ich gehe zurück. Bringt ja nichts. Jetzt sind wir mal ehrlich, es bringt wirklich nichts. Ich habe 5155 Seelen. Ich werde jetzt noch investieren gehen. Werde einfach mal euch zeigen, wie man hier Waffen verbessert. Ist jetzt nicht spektakulär, ich weiß. Aber naja, ist wenigstens mal was Neues. Also auf zum Schmied. Der soll mein Schwertchen stärken. Und dann können wir die Viecher mit ein bisschen mehr Eleganz ausschalten. Und ich denke mal, ich werde noch ein Level auf Beweglichkeit gehen. Ach nee. Das ganze Schwert wird verbessert. Ich habe es jetzt festgelegt. Ring mit Namensgravur. In diesem besonderen Ring kann der Name eines Gottes eingraviert werden. Okay, könnte wahrscheinlich in jedem Ring passieren. Ihr könnt leichter zur Welt mit Spielerverbindungen aufnehmen, die sich für denselben Gott entschieden haben. Welchen Gott habe ich mich? Für welchen Gott habe ich mich eigentlich entschieden? Noch gar keinen, oder? Ich wollte es ja mal machen, aber hat man mich ja nicht gelassen, wo ich den Eid schwören wollte. So, Kumpel. Ich brauche mal mein Schwert. Ein wenig in Schick. Waffe verstärken, genau.
Und das ist natürlich das Bastardschwert. Brauche ich dafür nicht irgendwas? Was verliere ich denn da? Das geht jetzt eigentlich relativ einfach. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Große Titanscherbe brauche ich dafür, die ich nicht habe. Oder ich habe es einfach auf ein Level gebracht, wo es nicht mehr weitergeht. Es sollte jetzt merklich stärker sein. Ich habe sogar noch Level übrig, damit ich mich nochmal in Sachen Beweglichkeit oder was anderes hochpushen kann. Wenn ich nur wüsste, welche Werte was ganz großartig bedeuten. Da stehe ich auch noch ein bisschen auf dem Schlauch. Kondition. Steht ja auch nirgendwo eine große Info da, oder? Sehe ich jedenfalls nicht. Na, Kondition dürfte ja klar sein. Und wenn ich Kondition, kriege ich Ausdauer, die Belastung. Die wäre natürlich toll. Ich muss irgendwie... Ach, Belastung ist Belastung. Hm, okay. Ich würde einfach mal... Geschicklichkeit? Nee, ich würde einfach mal Belastung hochnehmen. Ja, klar. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ob das irgendwas bringt, wenn ich jetzt gleich mal eine Rolle mache oder ob ich mich einfach noch zu früh gefreut habe. Ein Level Belastung ist ja auch nicht viel. Ah, nee. Aber ein bisschen schneller kommt es mir vor. Kann natürlich auch Einbildung sein. Ja, fühlt sich irgendwie besser an. Ich weiß nicht warum. 1280 Seelen. Könnte ich vielleicht noch was anderes verbessern? Oder was kaufen? Davon kriegt man bestimmt was. Ich gehe nochmal zur Hexe zurück und kaufe mein Menschenbild. Das dürfte ungefähr so viel gekostet haben. Bevor ich den Part mal zu Ende bringe. Ist ja heute eh schon ein bisschen Überlänge, was ich an den Tag lege. Aber es ist halt Dark Souls. Da kommt man schlecht wieder raus. Nachdem man einmal angefangen hat zu zocken. Wärme, eine der verlorenen Pyromantien. Ich glaube, das habe ich mir schon mal durchgelesen. Also ich würde auch gerne ein bisschen Magie beherrschen und so weiter. Dann bräuchte ich halt einen Stab oder sowas. Jedenfalls war es in den alten Teilen so. Man kann Magie nicht einfach so aus den Händen wirken, sondern man braucht irgendeinen Fetisch dafür. Also ein Gegenstand. Nennt sich auch Hexenfetisch oder so. Jedenfalls habe ich das damals in, wie hieß denn das doch gleich? Shadowrun gelernt. Genau, da haben wir es so genannt. So, jetzt gib mir mein Menschenzeug zurück. Bin ich schon zufrieden. Gegenstand kaufen. Menschenbild kostet 1000. Viel zu viel. Schlüssel haben wir uns schon geleistet. Ja, dann kaufen wir halt noch ein paar Menschensteine hier. Wie viel können wir uns leisten? 4. Kaufen wir. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ist ja doch ein ganz schöner Fortschritt heute gewesen. Die lacht mich noch ein bisschen aus. Vielleicht sollte ich hier mit einem Schwert einen Scheitel ziehen, aber das machen wir natürlich nicht. Aber halt! Aber halt, da oben war ja auch noch eine Tür. Ich würde den Part gerne beenden, aber ich will wissen, ob die Tür oder ob die nur von der anderen Seite verschlossen war. Soldatenschlüssel benutzt. Okay, der Part ist noch nicht beendet. Der Part ist definitiv noch nicht beendet. Erstmal alles hier langrollen, ob es denn irgendwelche besonderen Gegenstände gibt. Yeah. Und das ist... Na, nimm's auf. Handaxt. Schimmernder Lebensstein. Na, perfekt. Und falls ich brauche keine Angst haben. Einfach nur aus dem Grund, ich habe ja schon so gut wie alles verloren. An Seelen. Also ausgegeben. Handaxt natürlich geil, aber jetzt haben wir das Schwert. Da brauchen wir keine Axt mehr. Formal, das wahrscheinlich wenn das eine billige Holzaxt ist. Estus Flakun. Oh! Du Wichskopf, Alter! Verreck einfach nur! Was war das denn? Auf jeden Fall haben wir ein neues Estus Flak und damit kommen wir natürlich auch weiter. Jetzt ist nur die Frage, ich habe von unten einen Gegenstand gesehen gehabt. Na, nochmal kurz heilen. Da müsste ich mich hier fallen lassen. Dachte ich, da ist er. Ob ich den so kriege, wenn ich mich fallen lasse? Probieren wir es, ne? Ja, göttlicher Segen. Keine Ahnung, was das ist. Aber es klingt toll. Ich zeige euch am besten beim nächsten Part, denn jetzt möchte ich wirklich mal ein Ende machen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werde ich auch ein bisschen mehr Estus Flakun haben und euch auch zeigen, was die göttliche Heilung damit zu bringen oder göttliche Segen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.